Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es seit langem endlich mal wieder ein Pick Opening. Und zwar das neue Fantasy FC Team 1 ist rausgekommen. Und deshalb stellt sich diese Woche: ziehen wir aus 30, 81 Plus Picks einen Fantasy Karte wie Rudi Völler oder Kessler oder Griezmann oder Company? Sind richtig geile Karten im Fantasy-Team dabei? Das ist heute die Frage in diesem Video. Wie gesagt, ich zeige euch alle Picks wie immer. Ich denke, die meisten, die die letzten Pick-Openings auch schon gesehen haben, wissen, ich werde euch immer alle Picks zeigen, damit ihr auch seht, ob sich die Picks überhaupt lohnen ob die komplette Arschritze sind. Ja gut, wir starten erstmal rein mit einem 84er Fabinho. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man die ein oder andere Karte eventuell aus diesen Picks ziehen könnte. Weil 81 plus, ja, sind schon ein paar geile Karten dabei. Eine Fantasy-Karte, wir kennen ja IAFC 24. Weiß ich ja jetzt nicht, ob da am Ende eine Fantasy-Karte dabei ist. Ist okay, direkt 85er, Ut und Stones, das sind auf jeden Fall schon ganz geile Karten. Aber was ich im Moment wirklich so ein bisschen sagen muss, ist so ein kleiner Real Talk. Und zwar, EAFC finde ich nach dem Tote echt lame gewesen. Also das Event, was danach kam, fand ich 0,0 geil. Natürlich, man muss dann wieder ein bisschen runterfahren, weil das Tote dieses Jahr war schon anders krass, muss man sagen, aber aktuell so Weekend League und sowas reizt mich so gar nicht. Ich habe da irgendwie nicht so viel Bock, die zu spielen. Ich denke, die Leute, die das letzte bzw. einer der letzten Videos gesehen haben, wo ich die Weekend League nur 8 Siege geholt habe, Alter, stellt euch das mal vor, ihr holt in der Weekend League nur 8 Siege. Das ist schon sehr, 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 sehr schlecht. Ich bin raus. Ja, ihr seht noch kurz die BL Rewards, aber dann war es das auch für mich. Tut mir ganz doll leid. Wie gesagt, ich weiß auch nicht. Und seitdem spiele ich irgendwie FIFA fast so gar nicht mehr. Also ich finde es schon echt, echt langweilig geworden. Die Events catchen mich auch so null, muss ich sagen. Also das Event finde ich relativ cool mit sehr, sehr geilen Karten. Aber davor das Future Stars Event fand ich ebenfalls null geil. Und ich habe jetzt seit 2 Wochen wirklich fast gar nicht mehr die PlayStation angemacht. Jetzt mache ich sie wieder an, weil ich das Event jetzt hier relativ geil finde. Deshalb gibt es auch diese Woche natürlich das Pick Opening. Ja, ich hoffe natürlich, wir ziehen ein. Haben jetzt schon relativ viele 84er, ein paar 85er gezogen. Aber noch nicht so richtig die Banger-Karte mit einem Walkout. Ja, ein Hummels nochmal hinterher. Also dat, bis jetzt ist das ja gar nicht geil. Ey, schaut euch die Scheiße hier mal an, Alter. 85er, 84er, noch nicht einen Walkout gezogen. WTF, also wenn da jetzt heute kein Walkout rauskommt, dann würde ich euch diese Picks tatsächlich 0,0 empfehlen. Boah, ey, meine Güte, ja, Joao Mario 82er, ey, da stelle ich mir auch ein bisschen was anderes vor. Digga, nochmal so eine Pflaume, Digga, was ist das denn? Warum ziehe ich den denn zweimal hintereinander, Joao Mario? Digga, es gibt so viele 82er, oh, Rodri, 89er Karte, ich hätte den Ulti mal gezogen. Ja, das hat leider nicht so gut dieses Jahr funktioniert mit dem Toti. Ja, 82er schon wieder hinterher, ey, Jungs. Ey, ich dachte wenigstens, dass wir, ja, nochmal ein Walkout mit Joao Cancelo, ja, ist in Ordnung. Aber bis jetzt bin ich null zufrieden, ne? Jorginho nochmal 83er Karte. Das ist nicht, Alter. Ey, wollt ihr mich verarschen, Digga? Nochmal ein Duplikat mit einer 81er Pedro Porro Karte. Jungens, Jungens. Wie viele haben wir jetzt hier noch? Wir haben, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Picks. 7 Picks. Und ich hoffe irgendwie, dass wir noch irgendwie eine Special-Karte irgendwie ziehen. Oder vielleicht noch den einen oder anderen Walkout. Das wäre schon ganz nice. Na, schon wieder 83er. Schon wieder so ein 83er Pflaume, Digga. Wirklich, meine Güte. Sprachen lernen, Bubble. Schon sagen. Aber ey, 81 plus. Also da hat man aus den 80 plus Picks damals wirklich deutlich bessere Sachen gezogen. Dort habe ich bis zu 4 Walkouts immer gezogen. Bis jetzt habe ich 2 Walkouts und es sind jetzt noch 2 Picks. Es sind noch 2 Picks und ich habe 2 Walkouts gezogen. Was ist das denn für eine Scheiße mit dem Rodri und Cancelo? Alter. Ja, Digga, nix. Schon wieder, ey.
Mann, das kann nicht sein, Digga. Man kann doch nicht hier nur 82er rausziehen. Junge, Junge. Ja, letztes Pick. Letztes Pick. Vielleicht überlege ich mir noch, ob ich noch ein paar mache. So 5 Picks nochmal hinterher. Dann haben wir 35. Aber gucken wir erstmal, ob wir hier noch was... Alter. Ja, das war's natürlich komplett mit dem DePaul noch am Ende. Joa, bis jetzt hat es sich so wirklich gegönnt. Ich würde sagen, ich mache nochmal ein paar Picks. Und dann sehen wir uns gleich nochmal weiter zu den letzten Picks. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch 5, 6, 7 mache. Ich guck mal. Sehen wir uns aber gleich nochmal wieder. So, mit Biegen und Brechen habe ich es tatsächlich jetzt nochmal geschafft, 10 Picks zu machen. Ich glaube, mein Verein ist jetzt geisteskrank. Leer heißt, ich muss in der Weekend League nächstes Mal wahrscheinlich wieder 11 Siege holen und nicht 8 wie in der einen Weekend League. Falls, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Blende ich euch nochmal kurz oben als Video ein. Aber ich denke, nicht zu viel Eigenwerbung machen. Das läuft meistens nicht so gut. Wir starten aber erstmal rein mit dem 85er Sheridan. Und ein, ja, 83er Jayco hinterher. Ey, Alter, die gönnen wirklich null. Irgendwie, desto besser die Sachen meistens sind, desto schlechtere Sachen zieht man. Beispielsweise, ich habe dieses Jahr eine Icon gezogen aus einem Megapack. Und dann, also Ribéry habe ich gezogen aus einem Megapack. Okay, Bruno Fernandes nebenbei nochmal gezogen. Sehr, sehr nice. Aber dann habe ich einfach ein paar Icon-Packs gemacht. Und ich habe immer wieder Owen gezogen, Beckham gezogen, irgendwelche Scheiß-Spieler. Okay, ich habe nebenbei auch mal ein Rullet gezogen, aber insgesamt finde ich die Icon Picks auch dieses Jahr nicht so stark. Dann öffnet man ein Megapack und zieht einfach mal ein Ribéry. Damals hat er noch über 1 Million gekostet. Also das war schon sehr, 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 sehr geil. Am Anfang von FIFA habe ich den gezogen. Ja, okay, Bellingham nochmal hinterher. Am Anfang von FIFA hat er zwar noch 100k gekostet, jetzt kostet er gar nichts mehr. Okay, in Form, jetzt wird's besser. Jetzt wird's besser. Da können ja die letzten beiden Picks nur deutlich besser machen. Komm, Numero Uno geht auf. Oh, Thiago Silva. Ja, Thiago Silva, 84er. Gut, haben bis jetzt 83er gezogen. Ein paar Walkouts gezogen. 3 Stück sogar. Ist einfach besser aus den 30 Picks, die davor. Da hatte ich einfach nur 2 Walkouts. Perfekt, Digga. Und das letzte Pick. Ja, perfekt mit dem Berger, Alter. Junge, Junge, Junge. Junge, 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 wir haben eine Special-Karte gezogen mit einer Utah, Team of the Week, dann ein paar Walkouts gezogen. Joa, weiß ich jetzt nicht, 81 plus hätte ich mir schon eher vorgestellt, vielleicht die ein oder andere Special-Karte zu ziehen mit dem Team of the Week. Haben nur eingezogen, weiß ich ja jetzt nicht, aber wir haben, glaube ich, noch sogar ein 85 plus Pack. Ja, let's go. Special-Karte? Nö, natürlich nicht. Wer bist du? Saka? Wahrscheinlich schon, keine Ahnung. Interessiert mich auch wirklich nicht. Ja, Saka, Digga, 86er Karte. Perfekt aus dem 85 Plus Ding. Alter, Alter, Alter. Dass man die ein oder andere Karte eventuell aus diesen Picks ziehen könnte. Was, liebe Fische, was an der Stelle komplett. 4 Plus vielleicht geben. Waren jetzt nicht grottenschlecht, haben ein paar Walkouts schon gezogen und am Ende noch ein Team of the Week. Das war schon ganz in Ordnung. Aber ich hätte mir vielleicht so die Fantasy-Karte eventuell gewünscht. Wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Habt ihr schon ein paar Picks gemacht? Würde mich sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Like, Abo da. Haut rein, Leute. Und damit, ciao, ciao.